Willkommen, willkommen, mein Name ist Balasch und ihr schaut hier heute Tech-Video, wo ich heute ein LG OLED-Fernseher zeigen werde, und zwar ein 48 Zoll CX6. Das ist die neueste Generation an OLEDs und ich erzähle euch jetzt natürlich, was das Gerät hier kann, wieso das das beste OLED ist, was wir gerade auf dem Markt haben. Leider nicht der größte, aber schauen wir uns an, was in der Box ist und natürlich, wie so ein schöner OLED-Fernseher ausschaut. Da ist auch schon der schöne Fernseher. Bevor wir weitermachen, möchte ich mich natürlich bei LG bedanken und bei der Firma Vivify. Die haben mir coole Kabel geschickt, 2.1 Kabel, denn die sind natürlich nicht in der Verpackung mit dabei. Und wenn ihr Konsolen habt wie die Xbox oder Playstation und nur kurze Kabel mit dazu kriegt, dann könnt ihr euch von Vivify coole Kabel holen zu normalen Preisen. Unten findet ihr Amazon-Links. Das ist keine bezahlte Werbung, aber ich habe die ausprobiert und finde die richtig cool. Und die sind, wie ihr sehen könnt, ja auch leuchtend und chroma-kompatibel. Wenn ihr die Version haben wollt, gibt es natürlich auch ohne. So, machen wir weiter mit natürlich dem Fernseher selbst, der innerhalb von 10 Sekunden angeht. Ich kann es euch nochmal zeigen, ich mache ihn ganz kurz aus und wirklich das Boot-up ist super schnell. Und auch wenn im Hintergrund zuerst mal kein Bild erscheint, weil ich habe gerade wirklich nichts angeschlossen an das Gerät, hier das Menü unten erscheint sofort, wo ich natürlich mit der Magic Remote, die immer mit dabei ist, wunderbar einfach mich hier durchs Menü navigieren kann und sofort Netflix aufmachen könnte, irgendwelche Programme wie zum Beispiel Disney Plus, Apple TV Plus, da gibt es da mittlerweile auch ganz gute Serien und Filme und andere Programme aufmachen kann und ganz einfach bedienen kann. Das ist natürlich der Vorteil von WebOS, das ist von LG die eigene Oberfläche, die nicht nur schnell ist, sondern auch relativ intuitiv. Wir können nicht allzu viele Apps installieren, also es gibt einen riesen Store mit tausenden an Apps, aber zum Beispiel für Spiele wäre Android TV besser, aber wir können trotzdem über Bluetooth uns verbinden mit dem Controller und auch hier drauf natürlich Spiele spielen. Apropos Verbindungsmöglichkeiten, die Hauptfunktion, die weswegen sich wahrscheinlich jeder diesen Fernseher holen wird, ist natürlich HDMI 2.1. Gleich 4 Anschlüsse damit haben wir hier drin und die haben von HLG, VRR und alles mögliche andere, was wir für Konsolen, für Spiele und für andere coole Sachen, die wir anschließen wollen, brauchen, ist hier mit drin. Also hier fehlt absolut nichts und nachdem ihr das gekauft habt und es erstmal ausprobiert habt, hey, das ist ein wirklich schönes Bild, werdet ihr auch merken, hey, da kommt richtig geiler Sound raus, denn wir haben hier 40 Watt Lautsprecher unten drin, die in dem Fuß so verbaut sind, dass auch noch Bass rauskommen kann, denn der Fuß geht so weit nach hinten und ist so ausgehöhlt, dass die Lautsprecher, die nach unten feuern, den Bass auch noch nach hinten so rausgeben durch natürlich diese Lösung, die LG im Standfuß verwendet hat. Wenn ihr das Ganze an die Wand macht, dann solltet ihr natürlich die Soundbar benutzen, denn dann ist der Sound nicht mehr ganz so genial. Bei Sony sind diese OLED-Fernseher und Lösungen ein bisschen besser, weil da wird der Bildschirm benutzt zum Vibrieren und als Lautsprecher, aber da gibt es natürlich dann auch weniger Bass drin. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich tipptopp von LG gelöst und vor allem das Design ist natürlich sowieso wunderschön und wenn ihr es an die Wand macht, übrigens WESA 300x200 ist hier die Lösung, die LG benutzt hat, um das an die Wand zu setzen. Apropos Anschlüsse, natürlich könnt ihr trotzdem euer Headset anschließen. Per Bluetooth könnt ihr euer Headset genauso anschließen, wenn ihr kein Kabel verwenden wollt. Es gibt auch hier die Möglichkeit für CEC, also wenn ihr mit nur einer Fernbedienung alles bedienen wollt. Aber natürlich die Magic Remote macht am meisten Spaß, gerade weil wir ja diese Maus haben. Und die hält auch trotzdem super lange. Wir haben hier die Möglichkeit, Google Assistant und Alexa in dem ganzen System mit zu integrieren. Also ich kann Google sagen, hey Google, mach den Fernseher bitte an oder mach den Fernseher an und spiel mir sogar auf Netflix etwas Bestimmtes ab. Das ist hier mittlerweile auch integriert und wenn ihr nur ein Apple-Gerät habt und auch in der Apple-Welt unterwegs seid, dann könnt ihr auch Apple AirPlay benutzen. Das ist hier in der zweiten Version natürlich auch integriert, benutze ich allerdings weniger. Aber das sind funktioniert bei den meisten LG-Fernsehern bekommt. Hier ist das Wichtigste bei diesem neuen OLED-Panel und weswegen sich auch viele davor fürchten, einen OLED-Fernseher zu kaufen, dass wir hier wirklich kein Problem mehr mit Burn-In haben werden. Ihr merkt schon hier bei dem Standby-Bild, das Bild ändert sich ständig im Hintergrund. Also wir haben auch hier so eine LG Lösung, wie wir es von Samsung normalerweise sehen würden mit dem The Frame. Aber hier haben wir auch einfache Bilder, die hier LG einblendet, die relativ schön an der Wand sind, aber natürlich steht da trotzdem da kein Signal. Aber zum OLED nochmal zurückzukehren. Burn-In heißt ja normalerweise, wir haben hier ein Logo von dem Fernsehsender zum Beispiel und der ist immer an der gleichen Stelle und dann hätten wir, wenn wir zum Beispiel Nachrichten schauen und unten immer die gleiche Leiste ist, immer in Rot zum Beispiel, nach einer Zeit ein Burn-In, wenn wir täglich 8 Stunden das gucken nach einem halben Jahr, dann kann es sein, dass wenn wir auf
FM woanders hingehen, wir trotzdem noch diesen Bereich sehen. Ist natürlich schade, wenn wir uns einen richtig teuren Fernseher kaufen und das passieren sollte. Bei Spielen kann das auch passieren, denn wir haben ja immer das Steuerkreuz oder das Zielkreuz in der Mitte, bei Shootern zum Beispiel oder bei anderen Menüs, die einfach in Spielen immer an der gleichen Stelle sind, kann das passieren. Aber der CX6 hat so viele Technologien drin, dass er die Pixel mal ein bisschen verschiebt zum einen. Zum anderen natürlich müssen wir immer wieder mal alle halbe Jahr oder Jahr den Fernseher so refreshen, dass er einfach mal ein paar Bilder durchlaufen lässt. Aber LG hat hier irgendwelche coolen Technologien drin verwendet, dass ja angeblich kein Burn-in mehr drin entstehen soll. Das kann ich nicht unbedingt bestätigen, aber es gibt YouTube-Kanäle, die das wirklich aktiv getestet haben in den letzten paar Monaten, denn der ist ja noch relativ neu. Der wurde ja auf der IFA vorgestellt, erst vor einem halben Jahr, im September 2020. Und da konnten wir natürlich uns nicht persönlich anschauen, aber jetzt steht er hier, wirklich wunderschönes Bild, auch von der Seite. Egal, ob jetzt draußen die Sonne scheint, da ist das Bild jetzt auch viel heller geworden. Also der Kontrast ist jetzt auch da von OLEDs. Ihr habt wirklich alles drin, was ihr bei dem Fernseher braucht, bis auf einen niedrigen Preis. Aber die OLED-Preise sinken ja. Dieser Fernseher kostet ungefähr 1000 Euro mittlerweile. Das geht mittlerweile vom Preis her für 48 Zoll. Aber 55, 65 und glaube ich sogar 77 Zoll wird es in der Generation auch geben. Die werden natürlich ein bisschen teurer, aber immer noch nicht so teuer, wenn ihr viel Geld dafür ausgeben müsstet, um ein anderes schönes Bild von anderen Herstellern zu kaufen. Denn Panasonic und Sony wollen immer noch mal ein bisschen mehr Geld haben, denn die benutzen auch die OLED-Panels, nur mit natürlich ihren eigenen Chips und eigenem Design. Aber wie gesagt, man muss WebOS mögen. Ich war bisher kein Fan davon, aber gerade mit den Magic Remotes macht es wirklich viel Spaß. Ich habe ein bisschen Xbox draufgezockt. Leider ist die PS5 bei mir noch nicht angekommen, aber mit Xbox konnte ich hier schon mich ein bisschen verausgaben. Ich habe auch ein bisschen Netflix geschaut, macht auch mit HDR und natürlich dem 4K-Bild hier super Spaß. Das ist natürlich kein 8K-Fernseher, aber brauchen wir, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren auch noch nicht, denn die Inhalte sind einfach nicht da und bei den Konsolen werden wir 8K, glaube ich, auch erst in 2-3 Jahren sehen, wenn da die wirklich herstellen. Die Spielehersteller auch da mal auf den Zug aufspringen. So, und das war es jetzt hier auch schon von mir zu dem LG 48CX6 LB heißt er ganz genau. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, stellt sie in die Kommentare. Im TikTok habt ihr mein Unboxing-Video gesehen. Da war nicht allzu viel drin. Natürlich Fernbedienungskabel, das übrigens fest dran montiert ist und wie immer zu kurzes Kabel ist. Also ich habe zum Beispiel hier an der Ecke den Strom und an der Ecke kommt das Stromkabel raus und ist genauso lang das Stromkabel, das hier wirklich nur einmal hinterm Fernseher ungefähr drankommt. Also Verlängerung könnte ich mir hier wünschen oder ich würde mir einfach wünschen, dass man die Kabel abstecken kann, aber ist halt so. Naja, auf jeden Fall, irgendwas Negatives muss es ja bei dem Fernseher auch geben, denn ansonsten ist er schon so ziemlich perfekt. Wird auch nicht warm, er ist auch nicht laut, beziehungsweise man hört ihn nicht. Und ja, mehr kann ich zu dem Fernseher nicht sagen, außer kauft ihn euch, wenn ihr ihn in einem guten Angebot findet. Mein Name ist Balasch, das war Tech-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo. Könnt ihr mir auch gerne da lassen für viele interessante Technik hier aus meiner Wohnung mittlerweile, weil ich komme ja nicht mehr um die Welt, um auf Messen zu kommen. Bis zum nächsten Mal und tschüss. We'll be right back.